Oh, und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Moskau 41 DLC. Die nächsten beiden Missionen bis zur Konferenz haben wir hier im Norden vor Moskau und hoffentlich laufen die etwas besser als hier. Diese minus 32, ja, das war alles nicht so meine Mission. Fangen wir mal an der rechten Flanke an. Der deutsche Vormarsch stockt und die Wehrmacht versucht, Verteidigungsstellung für den Winter einzurichten. Diese Atempause ist genau das, was die sowjetischen Verbände gebraucht haben. Die Gegenoffensive wird fortgesetzt und die Sowjets versuchen mit einem rechten Haken hinter die deutschen Stellungen bei Kalinin zu gelangen. 10 Runden, wir haben West und Kalinin und ja, wird schon. West kann ja zur Not auch Brücken bauen, hoffentlich hilft das irgendwie. Kartentechnisch noch ein Bomber, bei 10 Runden könnte sich ja schon lohnen. Artillerie und naja, ein LKW kann man auch immer mal gebrauchen. Sagen wir gehen rein und schauen uns das Ganze mal an. Mal die Frage, bis wie viel wird hier eigentlich geladen? Geht es noch auf die 40? Von bei Kalinin auf der rechten Seite kann möglicherweise feindliche Nachschublinien durchtrennen, wenn die Westfront den Feind zur Abnutzungsschlachten ausbluten sollte. Das Kriegsglück hat sich zwar gewendet, doch der Feind ist noch lange nicht besiegt und unsere Reserven sind zwar umfangreich, aber nicht unerschöpflich. Ja, und einige Einheiten, die so kaputtgeschlagen wurden, mussten wieder neu aufgestellt werden. Aber das passiert ja bei den Sowjets doch etwas häufiger. Und weil ja, wieder so ein Szenario mit viel zu vielen Truppen, meiner Meinung nach. Aber gut. Dann fangen wir an. Wir haben die Ziele Kalinin. Den hier und die... Achso, hier geht die Karte dann auch darum und da könnte man einfach noch ein HQ-Upgrade kriegen. So, wir kriegen in Runde 6 nochmal sehr viele zusätzliche Einheiten. Wie grob betrachtet alle da oben erscheinen. Haben 5 Punkte, also ausrüsten ist nicht. Also, wir haben hier eine Eisenbahn. So ein paar LKW. Hier eine Bahn und hier von Moskau auch alles mit LKW, soweit so gut. Die haben hier auch mal eine Bahnstation und hier auch. Funktioniert auch alles über Eisenbahn. Kriegen keine Verstärkung. Gut, dann die Frage, wer von euch hat vielleicht noch irgendwas vorrätig? Okay, du hast noch 17 Infanteristen und 19 Panzer, das ist ja zumindest mal etwas. Gut, wenn man die alle immer auch einsammelt mit nach den Kämpfen. Also wenn die meisten waren ja da zurückgezogen, du hast 4 Infanteristen. Jo, dann vergib doch hier mal deine Nachschublieferung. Eine Erfahrungsstufe verlieren würden, würde das ja jetzt markiert werden. Ich gehe mal stärker auf die hier alle ihren Spezialisten haben, beziehungsweise kostet ja auch immer einen Infanteristen mit. Schauen wir mal, dass die vielleicht auch noch hier und da ein bisschen was erhalten. So, der Trupp sieht wichtiger aus, der kann zumindest einen kriegen. Erfahrung verlieren. Auch eine Kanone, kriegt sich jetzt aber nochmal einen. Da hinten sind schon die anderen und hier im Hinterland ja auch noch kleine Trupps oder Leute, die häufig da mal einen Erfahrungsverlust haben. Das muss ja nun nicht sein. Sind wohl alle neu aufgestellt. Wir gehen doch noch mit den letzten bei den Panzern noch. Ja, vor allem hier Truppen. Oh, da oben sind auch noch welche.
Aber der würde Erfahrung verlieren und die anderen haben keinen Spezialisten und wir haben eh kein Geld. Naja, dann könnten wir halt vor allem die Panzer da zumindest ein bisschen noch boostet. Dann haben wir noch vier Infanteristen. Die Reiter haben 3-3. Die Infanteristen 2-3. Also eigentlich wäre es auch durchaus praktisch, die Kavallerie hochzuziehen. Gut, dann das andere Hauptquartier. Du hast insgesamt vier Infanteristen und dann demnächst noch Panzer, die nicht aktiv sind. Der wird gleich Erfahrung verlieren. Sonst nehmen wir da noch welche rauf. Ist aber nicht so spannend. Gut. Und da ist Moskau. Wenn wir es jetzt verlieren, ist es zum Glück auch egal. Aber naja, trotzdem wäre es natürlich schöner, es nicht zu verlieren. Und hier wäre natürlich Brückenbau. Dauer sicherlich was Schönes. Ich habe den Eindruck, dass unsere Infanteristen hier aber schon Probleme kriegen könnten gegen die deutschen Panzer. Vielleicht verschanzt man da lieber nochmal so einige von denen. Oder die denen hier so gegenüberstehen. Natürlich gucken, wo man selber noch irgendwie zu Angriffen kommt. Aber wir haben hier jetzt gerade auch eine Menge Punkte, sonst verschanzt man welche, die man nachher doch wegbewegt. Aber hier auf die Linie. Auf Nummer sicher gehen. Die sind hier eben im Fluss, da könnte der Gegner gar nicht so schnell nachrücken. Den doch nicht ein. Ihr habt ja auch alle irgendwelche Waffen noch dazu. Oder du kriegst zumindest eine Stufe und du. Aber sehr viel mehr kann man hier gerade eh nicht anfangen mit den Startpunkten. Dann kriegt ihr zum Teil auch Verdacht, Verschanzung und werdet dann vielleicht bewegt. Aber, naja, dann haben zumindest ein paar was. Sowieso müsste man bei dir schauen, ob du nicht noch näher rangehen könntest, weil du hast hier einzelne Einheiten nicht in Kommandoreichweite. Der fehlt immer noch, aber die da unten hast du jetzt alle. Das sieht gut aus. Oder zumindest besser. Ist dir ganz grob betrachtet, passt das hier? Haben wir eh die Bahn. Hier oben wird es auch gut gehen, wenn man da mal was erobert. Man muss natürlich auf den aufpassen. Den vielleicht schnell loswerden. Aber ich denke mal, das passt zu mir. Ja. Also ja, wer soll anfangen hier drüben? Hier wahrscheinlich überall mal wieder keine Werte. Keine richtigen, was ein bisschen natürlich ein Problem darstellt. Du könntest natürlich deine Artillerie benutzen. Auf den, aber ansonsten die Frage, wo fängt man denn an dieser Stelle an? Nirgendwo sieht es so wirklich gut aus. Na gut, wenn ihr dahin geht, ihr darum, könnten wir versuchen auf Dauer den vielleicht schon mal einzukesseln, dann hier die Brücke zu gewinnen und dann hier entlang weiter Ärger zu machen. Und ihr versucht einfach die daraus zu blocken. Du konntest keine Brücken bauen. Und ich auch sagen, ihr verschanzt vielleicht die hier hinten noch. Die sollen das wahrscheinlich nur verteidigen. Du hast eine Katjuscha. Du könntest damit also auch noch gut schießen. Du hast auch eine. Ja, das Bonusziel ist da erst bis Runde 6 und der Übergang der Wolga.
bin gerade am Rätselraten, weil das immer verdeckt wird. Aber ich nehme an, dass das auch noch einen Moment Zeit hat. Sonst gehen wir erstmal Stück für Stück. Wir drohen den einzukesseln und nehmen ihn raus und wählen uns hier dann Position für Position vor. Du gehst mir da natürlich wahrscheinlich keine Versorgung oder nicht viel. Wo doch, reicht noch. Nur wahrscheinlich kein Beat. Na gut, aber droht schon mal an, den einzukesseln. Du könntest vielleicht schon auf die andere Flussseite. Das alles erobern, dass wir da vorstoßen könnten. Uns hier zum Beispiel noch ein bisschen mit rein. Aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu sehr eingekesselt werden können, sonst verschanzen wir dich nochmal. Kommst da noch ein bisschen mit dran, ihr wartet da ab. Na gut, und du stehst hier mit den Versorgungs-LKWs. Vielleicht verschanzen wir dich jetzt aber auch nochmal um eine Stufe. Ja, und ihr wartet hier auch erstmal ab. Du lässt auch noch einen Schritt rankommen. Also Schritt für Schritt. Ihr guckt erstmal, ob ihr da durchkommt. Und was sich ergibt, ja, und dann hier vorne die Frage. Und das effektiv bewerkstelligt. Gegner haben hier zwar eine Eisenbahn, aber okay, die können sie nicht nutzen. Die haben die untere Bahnlinie. Und hier vorne sind sogar gar nicht versorgt. Oh, interessant. Wenn wir die also irgendwie zustellen könnten. Mit Kontrollzonen, dass die da nicht so gut raus entkommen können. Könntest auch versuchen, den mit deiner Artillerie zu schwächen. Schöner Treffer. Angriffe sind immer noch nicht so ganz gut möglich. So. Uns mal an, wie sich das entwickelt und hoffen einfach mal. Wenn du auf das Feld gehst, ihr werdet zwar vielleicht alle geschlagen, aber vielleicht können wir die ja weit genug blockieren, dass die noch nicht ganz an ihre Versorgung rankommen. Ja, jetzt ein bisschen zumindest meine Hoffnung. Ja, und ihr? Ich auch mal ein bisschen ran. Okay, du kannst sogar was. Der ist Veteran und hat einen KV-Panzer. Also was du nicht kannst, ist dich großartig bewegen. Aber für die Optik. Ihr rückt ein bisschen ran. Ihr verteidigt da erstmal noch. Das wird, hoffe ich, einfach mal. Dann haben wir noch euch hier drüben. Also ja, du kannst vielleicht auch noch einfach mal austeilen. Bringt ja zumindest auch ein bisschen Erfahrung dem Trupp. Sonst noch? Da oben könnten noch schießen. Wenn ich gerade noch einsehe, du hast noch einen Punkt, sonst verschanzt meinetwegen noch irgendwen. Den zum Beispiel. Ihr könntet hier noch schießen. Aber wahrscheinlich ohne Auswirkung. Das könnten wir euch auch erstmal noch sicherheitshalber verschanzen. Brücken könnten wir natürlich auch bauen. Aber die würden noch, also für den Moment finde ich nicht so viel Unterschied machen da. Man es kann. Also ich würde gerne diese, naja, etwas gebrauchbaren Panzer hier mal gerne etwas nach vorne stellen. Okay, du hast eigentlich auch noch eine Artillerie und bist ganz gut drauf, wenn du sonst mal mit dem Trupp tauscht.
Könntest du auf Dauer auch noch mit dahin schießen? Noch einen Spezialisten. Was zumindest eine Veteranenstufe, genauso wie du. Auch alle Spezialisten. Aber man muss trotzdem auf eine Gelegenheit warten, bevor man zuhauen kann, weil die ersten Trupps, die würden ja ohne weiteres hier einfach nur draufgehen bei Attacken. Und dann die Angriffe so gar nicht führen bei den miesen Aussichten. Oder vielleicht auch nicht gerade, wo das zumindest eine Straße, aber gut. Kommt alle irgendwie ran und hofft das Beste. So, da steht das Akut drauf, deswegen könnte sich jetzt aber nochmal verschanzen. Und ihr meinetwegen hier auch noch, die gerade die ganz schwachen Truppen hier. Gut, schauen wir einfach mal sonst, was die KI macht. Ohne Probleme die verschanzte Einheit erschlagen. Ja, leider auch. Sich auch an, da überall zu verschanzen. Gut, aber der zumindest scheint ja nicht mehr rauszukommen. Dann haben wir immerhin die Einheit und können da gleich weiter gucken. Aber sonst eben hatte ich ja auch hier angefangen, dann machen wir das mal so weiter. Na, der wurde jetzt hier einfach rausgeschlagen. Klar, die Gegner haben mehr Erfahrung und alles. Wenn du sonst nochmal versuchst, hier hinzustellen. Er hat leider auch was abbekommen. Aber wir sind ja auch unter anderem gerade dabei. Okay, der ist wirklich außer Reichweite. Wir gucken, ob wir den einkesseln können. Was ja zumindest auch ganz gut aussieht. Oder können wir den... Nee, haben keine große Aussicht darauf und dich können wir sonst auch einmal versorgen. Sehr viel mit der Artillerie schießen können wir anscheinend eh nicht in diesem Hauptquartier. Na gut, ihr habt hier Geschütze, aber ich glaube, die hatten alle wohl angeblich ja schon Durchschlagskraft. Wenn ihr den gute Treffer verpasst, könnten wir sogar darauf hoffen, ihn vielleicht zu schlagen und das Feld einfach schon mal einzunehmen, dann hätten wir eine viel bessere Versorgung hier drauf. Sonst schießt doch erstmal hier. Mit der Artillerie natürlich. Hast du diese Fehlklicks? Ja, dann hat sich das da auch ein wenig erledigt. Könnte ich natürlich noch da drüben hin. Da noch mehr Stress machen. Aber gut, dann müssten wir hier dicht machen. Haben da keine Versorgung und dann wird es natürlich unschön. Dann geben wir zumindest eine Versorgung und müssen das da drüben demnächst dann nochmal erobern. Und dann hoffentlich mit etwas weniger Fehlklick. Oder solltest du dann doch eher hier drüben mit hin, um da noch mit angreifen zu können. Immer den Pionier dabei. Ich weiß, der geht so ein bisschen hin und her. Aber sonst versuch damit drauf zu hauen, wenn das nächstes Mal vielleicht klappt mit der Artillerie. Und ihr bleibt da stehen. Hier drüben. Theoretisch Versorgung, aber hier halt alle keine echten Werte, um was zu machen.
natürlich noch damit rankommen. Vielleicht kannst du dann doch noch mal da angreifen. Ja, aber die Frage jetzt, wie kommt man hier effektiv durch? Hier bleibt leider gar kein mehr in Reichweite. Die sind einfach alle ausgewichen. Die mal da waren, wie können sie es fragen? Sehr schön. Dadurch ihr nebenbei zu Veteranen geworden, auch wenn wir euch leider nicht länger haben. Immer noch ein 2:1, weil die halt grün sind. Das. Aber sonst sichern wir auch noch, sonst macht das halt so. Dann bist du zumindest endlich mal auf der nächsten Stufe. Tja, und hier. Wir könnten natürlich noch versuchen, dahin zu gehen, auch wenn das sicherlich unangenehm werden könnte. Halt am besten sehen, irgendwie an die gegnerische Bahn ranzukommen. Irgendwie da reinwühlen. Wird aber auch vom Gelände her kompliziert. Ja, ein bisschen Verteidigung, wenn du das da überlebst und die Kontrollzonen vielleicht ein wenig rausnimmst. Und vorrückst. Na gut, ich hätte es befürchtet, dann kommt aber trotzdem noch keiner dahin. Aber es sieht für die schon mal bedrohlicher aus. Wird die Frage, was machen wir hier? Wir könnten natürlich versuchen, den rauszuhauen und da und den endgültig einzukesseln. Auch wenn das sich wahrscheinlich wohl erstmal nicht ohne Verluste realisieren lässt. Aber insgesamt eher doch sehr überschaubare Verluste. Die Frage natürlich, wer geht auf das Feld? Ein unserer Panzer schicken, wird leider höchstwahrscheinlich abgeschossen. Wir könnten einen Panteristen schicken oder hier einen Kavalleristen, der wenigstens ein bisschen Erfahrung hat. Bisschen das Problem. Du mit deinem T26 hättest jetzt auch zumindest ein bisschen Verteidigung. Mir eigentlich zu schade, weil wer auch immer da reingeht, riskiert halt sehr drastisch kaputtgeschossen zu werden. Aber dann könnten wir den. Nein, ja, oder einen Infanteristen angreifen, aber das ist auch leider nicht so recht möglich. Wir schicken noch einen Panzer, weil ihr ja noch mit ordentliche Werte habt. Versucht's einfach mal und ansonsten geh hier auch vor. Ihr hier mit der Artillerie schießen könntet. Ich denke mal, die konzentrieren sich eher da dann auf unsere Panzer, sodass ihr da Position einnehmen könnt. Haben wir noch mobile Einheiten nach vorne. Nachsetzen und alle, die hier jetzt auch nicht unbedingt grün sind, am besten Erfahrung haben und noch irgendeinen Spezialisten, dürfen auch so langsam mal mit nach vorne. So, ihr dürft hier dann auch schon mal nachsetzen. Zumindest überall soweit möglich. Hier ist ja auch noch in Ordnung. Okay, du hast doch ein, zwei Trupps, aber auch nicht so relevant, hier gerade Brücken zu bauen. Das macht nicht so richtig den Unterschied. Da hätten wir noch ein Artilleriefeuer. Das aber wahrscheinlich macht.
Wird natürlich noch einen Scheinangriff starten. Und zum Beispiel den Panzer da noch ein wenig zu schwächen oder den Panzer. Oder den Panzer, weil der regeneriert ja nicht. Dann ist der Angriff von dem vielleicht besonders schwach. Hier haben wir auch noch ein Weiche. Mach du mal einen Johnson-Scheinangriff. Dann habt ihr noch jeweils einen Punkt. Meinetwegen könnt ihr noch gucken, ob ihr irgendwie einen Frontnahen noch verschanzen könnt. Müssen wir mal sehen, den möglichst schnell loswerden, den loswerden und das irgendwie versorgt kriegen. Hoffentlich ohne Fehlklick im nächsten Zug. Ja, und dann mal sehen, wie sich die Sachlage entwickelt. Okay, der mauert da einfach. Ich meine, dann ist der eingekesselte Panzer halt schon immerhin sicher verloren. Ja, und was machen wir hier? Also, wir müssten eigentlich eine Position erobern, weil dann haben wir eine Straße. Und dann würde da versorgungstechnisch alles laufen schon. Aber dazu müssen wir erstmal eine von diesen Positionen irgendwie erobern. Na, Treffer, jetzt musst du noch irgendwer angreifen. Da ziehen sie sich zurück. Kommen nicht an sie ran. Aber wir kommen an das Feld dran und dadurch fließt von hier jetzt ausreichend Versorgung für alle, die hier stehen. Dann wäre das Problem zumindest schon mal geklärt. Aber nächstes Problem, was ist, wenn sie hier das einfach erobern? Müssen vielleicht sicher gehen und dich verschanzen. Tja, und da machen die hier dicht und dann bist du doof da. Ist auch nicht so das Wahre. Auf der anderen Seite stehen halt so lange wie es geht noch im Weg, wenn du da mal raus darfst. Ja, und ihr wartet hier einfach noch ein bisschen im Wald ab und hofft das Beste. Es müsste ja jetzt eigentlich Versorgung zu euch durchkommen. Könnt natürlich auch noch einen Trupp mal hier hinschicken und da ein bisschen die LKW bedrohen. Die bräuchten vielleicht die Fähigkeit, Brücken zu bauen. Du könntest zum Beispiel noch da reinrücken und du daran. Dann läuft das hier so langsam. Hier steht hier auch noch so weit, so gut. Ah, so. Panzer wurde nicht rausgeholt. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Entwicklung. Weil ein Scheinangriff und der ist weg. Aber ein Scheinangriff ist natürlich teuer. Von den Punkten her, man müsste auch schauen mit der Artillerie. Wenn wir gegen den wahrscheinlich nichts ausrichten können, sonst könnten wir versuchen, den auch einzukesseln. Wenn wir den loswerden. Und uns dann hier drum herum stellen. Also wenn du da mal mit der Artillerie drauf haust. Ja. Das ist auf 2 zu 1, aber das ist immer noch irgendwie ein teures 2 zu 1. Das ist immer das Unpraktische, wenn ein Angriff halbwegs gelingen muss und der dann so schon anfängt. Und man so partout niemanden hat, der das in Ordnung bringen kann. Okay, sonst müssten wir hier mal eben sehen, wie das ohne Scheinangriff machen, um im Zweifel noch Punkte zu haben.
So, jetzt seid ihr zumindest auch endlich nicht mehr grün und könnt ein bisschen mehr machen. Also der ist schon mal raus aus der Rechnung. Ich glaube, 2 zu 1 gegen den ist immer noch das Beste, was wir kriegen. Für den Moment. Ja, dann sollten wir das wohl machen. Die Frage, wo wir dich parken. Das Problem sind ja auch die ganzen Kontrollzonen hier. Wir brauchen euch von der Seite eigentlich noch, um wahrscheinlich auch... Ihr könntet natürlich auch da rein. Anfährst und den schlägst, dann ist er wahrscheinlich noch da. So eh noch zur Seite. Irgendwie schafft den... Also schauen wir, der Infanterist kann da eh nicht viel ausrichten. Ich einfach schon mal weiter die Gegend besetzen. Und anderen Einheiten Platz machen zum Nachrücken. Ja. Einfach ein und gucken mal, was passiert. So, dann kannst du zum Beispiel da und da im Zweifel demnächst mit der Artillerie mal mitfeuern. Aber leider... Okay, du hättest jetzt ein 2-0. Du auch. Zieht sich nur dummerweise nicht zurück. Infanteristen reinstellen, aber ich weiß nicht, ob der großartige Überlebenschancen hätte. Auch den Reiter einstellen. Ich will jetzt nicht immer die ganz teuren Panzer riskieren für sowas. Na gut, dich. Zumindest auch ein bisschen Verteidigung und so. Sonst geh du da mal rein. Wir haben den eingekesselt. Machen uns dann bereit, da... Ja gut, du wirst diesen Angriff da jetzt natürlich nicht so führen. Aber da demnächst anzugreifen... Und auch darum. So, ihr habt noch Artillerie. Ihr theoretisch auch. Und die macht hier nichts. Ah doch. Ansonsten. Vielleicht mal gegen den, aber ich glaube nicht, dass wir da noch groß was gegen den erreichen. In der Tat nicht. Dann kommt mal noch einer mit einer Artillerie nach vorne. Und ansonsten mal den mit dem KV hier ein bisschen ran. Steht da zumindest auch schon auf einer Straße. Mal wieder so viel Zeug überall rumstehen. Rüber, da könnt natürlich jetzt auch schon Einheiten vorrücken. Und euch bräuchten wir vielleicht nicht so dringend, eher die mit Spezialisten und sowas. Sie zumindest optisch noch ein wenig rankommen. Dann könntest du noch, wie gesagt, keine großen spannenden Brücken. Ja, da könnt ihr noch feuern. Wenn ich aber auch ohne jetzt mit zu viel Effekt, könnten sonst zum Beispiel euch hier noch verschanzen. Falls die anderen doch nochmal stärker angreifen und ihr dich jetzt zum Beispiel auch noch ein bisschen verschanzen, sicherheitshalber. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Panzer weniger schon mal. Und der kriegt vom Bomber leider gleich 3 ab.
Wird aber anscheinend glücklicherweise nicht angegriffen.